Leute, willkommen zu einem neuen Projekt Little Big Planet mit meinem Co-Partner Darth Sephiroth. Hallo zusammen. Ja, Little Big Planet, wir sind hier noch im Menü, ihr seht, ne, Pipapo, das habe ich mir geholt, als damals die PS3 gehackt wurde. Da kam sie ja dann zurück und als Geschenk durfte man ja sich aus, glaube ich, aus 5 oder 6 Spielen durfte man sich 3 aussuchen. Da habe ich mir Little Big Planet, Infamous und was war das noch? Keine Ahnung. Waren das 2 Spiele nur? Ich glaube 2 waren es, ne? Ganz genau, 2 waren es. Genau. Ich habe es erworben, um 20 genau, Euro dann, gebraucht. Der hat das verpennt, der gute Darth Sephiroth, deswegen hat das dann später erst bezahlt quasi. Ich habe es quasi ja, geschenkt bekommen von Sony, kann man sagen. Ja, und wir haben sich vorgenommen, das jetzt einfach mal zu machen. So als Sonntagsprojekt. Ne? Ganz genau. Bei dir kommt ja das auch hoch dann. Immer sonntags kommen dann immer 2 Folgen oder eine Folge, wenn mir noch irgendwas im Kopf rumschwirrt, dann mache ich noch was separat, also kommen 2 verschiedene Sachen. Da muss ich mir noch überlegen, aber mal schauen, das ist alles nur rein professorisch noch. Jetzt sind wir hier bei Little Big Planet und wir starten. Hast du schon gestartet? Ich habe gestartet. Perfekt. So, ich habe das Fenster offen, man könnte eventuell den Zug hören, Bipapo, kennt ihr ja. Weil heute ist furchtbar warm und da wäre es ein bisschen übertrieben, das Fenster zuzulassen. Das stimmt, ich habe auch ständig das Fenster offen, weil sonst wird es echt stickig. Ja, heute haben wir 22 Grad bei uns. Wie viel ist das bei dir? Na, du wohnst ja auch in Österreich, behinderte Frage. So, ja, Nico. Ich habe 21. F-Mod. Testologie Video. So, Intro, ich mach mich mal still. Die Erde. Oder wie der Rest des Weltganzen sie nennt, die Kugel der Träume. Ihre Bewohner verbringen so viel Zeit mit Schlafen und Träumen. Ihre gewaltige Einbildungskraft schwebt davon. Aufgeladen mit schöpferischer Energie. Wohin entweicht all das? Es wandert durch einen zerebral-bilikalen Strang aufwärts, sammelt sich und verschmilzt mit der Energie all der anderen Träume. Und etwas Wunderbares passiert. Es entsteht eine Welt, eine ätherische Traumlandschaft voller Abenteuer und Möglichkeiten. Und dahin kannst du jetzt gehen. Jo, das Intro finde ich schon mal nice eingeleitet. Ich weiß nicht, ist bei dir das Intro auch schon aus? Bei mir ist auch aus. Okay, passt. Jetzt dachte ich schon, ich habe dir in die Aufnahme gelabert, aber nee, passt. Weil er nimmt das ja auch auf, Leute. Das heißt, ihr könnt auch Darth Sephiroths Bildschirm quasi verfolgen. Ich werde euch den Link zu seinem Kanal in die Videobeschreibung tun. Da könnt ihr ruhig mal vorbeischauen, macht auch Let's Plays. Die jetzt nicht nur einfach Little Big Planet sind, sondern auch Limbo macht. Ne? Er macht am Anfang Arcade, hat ganz frisch angefangen. Ne? Und ja, da könnt ihr mal auf jeden Fall vorbeischauen. Ganz genau. Also ich mache gerade Let's Fail Limbo. Es gelingt mir nicht viel, aber es macht trotzdem viel Spaß. Einfach nur drauf loszuzocken. Ich mache es ja wirklich blind. Keine Ahnung, wie das Spiel so richtig funktioniert, aber trotzdem mache ich es. Genau. Aber Let's Fail finde ich es jetzt nicht, also ich habe es mir angeguckt, also... Ja, es ist nicht so leicht, also es ist auch nicht das Genre, was ich ständig spiele, muss ich zugeben. Ich wollte einfach nur einmal mit kürzeren Spielen anfangen, einmal das Gefühl zum Let's Play bekommen, bevor dann größere Projekte kommen. Genau. Bei mir ist jetzt gerade so Tutorial, können wir das nicht überspringen? Da fragst du mich ein bisschen zu viel. Es ist schon ein paar Monate her, wo ich es gespielt habe. Ach ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. Der gute Darth Sephiroth hat es, wie er schon sagt, vor ein paar Monaten mal gespielt. Für mich ist es komplett blind, also ich habe das noch nie gespielt. Ganz kurz mal angetestet, aber das ist wirklich ewig her. Also wo ich es ganz neu runtergeladen habe. Wie gesagt, ich habe es mir direkt geholt, wo Sony wieder da war, quasi. Also wo man wieder online konnte. Also so wirklich lange her. So, ich schließe das Tutorial mal ab, das kann ja wohl nicht so lange dauern, ne? Wird ja wohl nur Pipapo am Anfang, das war irgendwie so kurze Erklärung halt, wie man springt, obwohl das irgendwie offensichtlich ist, aber für die ganz dumm quasi, ne?
Ich bin ja nur halb dumm, also hab man auch einen Behindertenausweis, also ca. 50% Dummheit ist schon mal dabei. Wow, ich bin ein Fan ja. von dir. Ich schaff's nur auf 30. Aber es ist eh ein Wahnsinn, Little Big Planet, wie dahinter die Fans sind. Es gibt insgesamt 6.591.056 Community Levels. Ja, woher weißt du genau? Ich habe jetzt geschaut, nämlich wenn man auf Community geht, im Menü, sieht man nämlich die Anzahl der Levels, die es gibt, veröffentlicht worden sind. Aha. Ich weiß nicht, wie weit du bist, ich kann es leider nicht so richtig sehen. Ja, weil wir sehen, so kann ja auch nicht deinen Bildschirm sehen. Aber der erklärt mir gerade jetzt, aber ich habe nichts gehört eigentlich, also. Ich kann meine Figur Kleidung anziehen und so. Ja, wie mache ich das? Ah, okay. Ich hab dich in die Herzchenliste reingegeben. Keine okay. Ahnung, was das bedeutet. Vielleicht nur ein Zeichen der Schwulheit. Aber jedenfalls, du bist jetzt auf meiner Herzchenliste. Sehr schön, das freut mich doch. So, jetzt ist die Frage. Also, ich kann mich entscheiden, aus welchem Material ich sein will. Nee, keine Ahnung, ich nehme mal braun wie Scheiße. Das betont deine Augen, ja? Genau. So. Ich will ja braun sein, wie will ich das denn aus? Okay. Brauner Stickstoff, steht da? Strickstoff, ich sag Stickstoff, ja, ist klar. Was kann ich sonst noch machen? Ja, Charakter anpassen, ist schon logisch, aber. Ach, okay. Ah, Augen! Dann möchte ich die haben, so. Brille brauchen wir nicht, Haar, nee. Kopf, Schutzhelm. Ja, das nehme ich, das sieht gut aus. Weiße Zähne, wie sieht das aus? Ja, das sieht doch gut aus. So. Zirkus, Direktoren, Schnurrbart, wie sieht das aus? Ja, das sieht gut aus, passt. So, Beine. Rote Boxershorts oder rot gestreifte Hose? Dann nehmen wir doch natürlich die rote Boxershorts, ganz männlich natürlich. Ein Kleid? Nee, das brauchen wir nicht, wir sind ja männlich. Glaube ich zumindest. Bist du schon fertig? Ja, ich bin fertig, weil ich habe es ja schon gespielt und der Charakter ist ja schon fertig. Ach so. Ich renne gerade rum, mach beim Moves. Mit einem Grinser. Nee, da kann ich wieder die Menüfarbe. Oh, die sieht gut aus. Funktionen, was? Kostüm zurücksetzen, okay, zufälliges Kostüm, Kostüm speichern, Kostüm waschen. Okay, Kostüm speichern. Sehr schön. So, bin ich jetzt fertig. So, jetzt kann ich wahrscheinlich weitergehen hier. Sehr schön. Okay. Das müssen wir irgendwie nur herausfinden, wie man dich einladet und so weiter. Okay, warte. Aha. Hey, wie geil. Nice. Da kannst du sogar Mimik und so, ne? Ja, ganz genau. Ich mag das Spiel, ist irrsinnig herzig und voll lustig. Ja. Jawoll. Nur mit den Multiplayer-Einstellungen muss ich echt schauen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ob wir da die Story spielen können, glaube ich, keine Ahnung. Oder nur die Community Levels. Na, ich glaube schon, dass man zur zweiten Story durchspielen kann, oder etwa nicht?
Aber da müsste ich dich doch irgendwie einladen können. Moment. Ich mach das dann schon. Warte mal. Okay. Ja, ich muss ja erstmal fertig werden. Das ist das Tutorial jetzt. Ja, jetzt ist es endlich aus. So. Ich kann derweil nur für die Leute, die bei mir zuschauen, rumfuchteln und tanzen, Grimassen schneiden. Ja, sorry, also das Tutorial war so lang. Kein Problem, da heul ich ein bisschen. Mach einen Scheibenwischer mit den Händen. So, Menütaste. Aber ich finde allein die Grimassen machen schon aus. Auch die Grafik ist schön. Absolut. Okay, jetzt labert er mich wieder voll, was ich alles kann. Na, das ist halt, weil ich es noch nie richtig gespielt habe. Ich sehe klar, okay. Ich sehe verständlich. Ja. Okay, so. Ja, wir sehen, ich habe wirklich... Ja, ein Level habe ich abgeschlossen, ne? Das war damals. Also, wo ich es wirklich einmal kurz ausprobiert habe. Das ist wirklich das Einzige. So, jetzt ist die Frage. Ich gehe mal kurz... Ach nee, das kann ich ja nicht machen, ne? Sonst ich kann ja nicht meine ganze Freundesliste zeigen. Denen ist das sicher nicht recht, wenn ich da jetzt einfach auf der Aufnahmeebene jetzt herzeige. Kann ich ja auch nicht machen. Ich würde dich gerne irgendwie einladen. Ja, aber wie? Das ist die Frage eben. Moment, online spielen? Spieler verwalten? Nee. Nee, das ist es nicht. Ja, ich bin überfragt. Aber wenn ich jetzt den Level vielleicht zu der Herzchenliste dazugebe. Ja, probieren wir mal. Und dann noch. Ah, ja, ich hab was bekommen. Elemento hat Level alles im Griff. Ja, schön, aber jetzt. Das ist wieder weg. Probier nochmal. Moment. Also, es ist wieder weg gewesen. Ja, ist einfach wieder verschwunden. Okay, weil ich wahrscheinlich rausgegangen bin. Warte ganz kurz. Ja, sorry Leute, dass wir da so ein bisschen ungeplant rangehen und wir schon wieder bei 12 Minuten sind und eigentlich in ein paar Minuten Cut machen müssen. Aber dann, es kommen ja eh zwei Parts, also könnt ihr euch direkt den nächsten reinziehen und dann sollten wir das eigentlich im Griff haben. Ne? Ganz genau, sollte man einen Griff bekommen. Das kann ja eh so schwer sein. Ein bisschen ungeplant sind wir schon reingegangen, aber ist ja wurscht. So, hier kann ich auch den Controller steuern, wie man sieht, Leute. Kann ich auch mit den Richtungstasten was machen? Nee. Okay. Dreieck, Kreis. Ah, da komme ich nur wieder raus. Alles klar. Mit X komme ich in die Welt rein. Und mit Quadrat kann ich gar nichts. Okay. Ja. Und hast du was gefunden? Irgendeine Option? Ich schaue gerade die ganze Zeit. Da irgendwas muss mit den Herzchenliste zu tun haben, da bin ich mir schon sicher. Okay, pass auf, Leute, dann machen wir hier einen Cut. Wir regeln das und dann, wenn wir dann zusammengefunden haben, nehmen wir natürlich wieder auf. Ganz genau, so machen wir das. Okay, Leute, bis denne. Bis denne, ciao.